Jan Schäfer hier bei uns und Philipp Piatow, der Chef des Meinungssegments hier bei Bild. Herzlich willkommen. Vor euch liegt dieser Bericht. Was geht daraus hervor? Ja, ich fange einfach mal an. Das ist die erste Seite des Berichts des Bundesrechnungshofs, der so an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages gegangen ist. Und der birgt wirklich politischen Sprengstoff. Erinnern wir uns an den 16. April 2021. Bundeskanzlerin Merkel spricht im Bundestag, wirbt für die Bundesnotbremse, für Ausgangssperren und sagt, die Intensivmediziner senden einen Hilferuf nach dem anderen. Die Zahl der belegten Intensivbetten galt als die harte Währung, als der Wert, der nicht manipuliert werden kann, der total zuverlässig ist im Gegensatz zur Inzidenz. Und jetzt wird aus diesem Bericht Seite 29 klar, das stimmt einfach nicht. Der Bundesrechnungshof deckt hier auf. Ich kann diese entscheidende Seite 29 hier gerne einmal zeigen. Hier deckt der Bundesrechnungshof auf, dass das RKI, das Robert-Koch-Institut, bereits im Januar das Gesundheitsministerium von Jens Spahn informiert hat und Alarm geschlagen hat. Die haben gesagt, wir wissen von zahlreichen Krankenhäusern, dass zu viele Patienten gemeldet werden oder auch zu wenig verfügbare Betten. Und der Grund dafür ist ganz einfach, es gab finanzielle Anreize. Wer weniger als 25% freie Intensivkapazitäten hatte, der hat Ausgleichszahlungen bekommen. Das heißt, wenn man weniger gemeldet hat, also wenn man gemeldet hat, dass man weniger frei hat oder mehr voll, je nachdem wie man es sieht, der hat Ausgleichszahlungen bekommen. Das heißt, die Bundesregierung hatte ein Gesetz geschaffen mit dem zweiten Rettungsschirm im November, das die Krankenhäuser dazu verleitet hat, mehr zu melden, die Situation auf den Intensivstationen dramatischer darzustellen. Und einige Krankenhäuser, beziehungsweise viele Krankenhäuser, haben das ausgenutzt. Philipp, du hast uns da jetzt schon sehr viel beantwortet, aber meine erste Frage liegt absolut bei den Maßnahmen. Ich denke an unser aller Alltag, den wir in dieser Corona-Krise bestreiten. Wie passt das jetzt zusammen, Jan? Also hätten wir ein ganz anderes Leben jetzt führen können? Also wir hätten mit Sicherheit ein anderes Leben führen können, auch ein anderes Leben führen müssen, wenn man sich diese Zahlen, die Philipp ja auch gerade genannt hat, nochmal vor Augen führt. Die Krankenhäuser in Deutschland haben in der Corona-Pandemie gelitten. Das ist ein bisschen der Hintergrund. Jedes zweite war Ende des Jahres von Verlusten betroffen. Und so haben sich die Krankenhausmanager offenbar überlegt, was können wir denn eigentlich tun, um an zusätzliches Geld zu kommen. Und das, was Philipp gerade sagte, dann gab es diese Ausgleichszahlungen, die dazu geführt haben, dass man dann offenbar da massiv an diesen Krankenhausbetten gedreht hat, zumindest gesagt hat, wir haben viel weniger, als in Wirklichkeit da sind. Und die große Frage, die sich jetzt ergibt, ist natürlich, wie hätte ein Lockdown ausgesehen oder hätte es überhaupt einen Lockdown in dieser Härte und vor allem in dieser Länge geben müssen? Wäre also unser Leben nicht völlig anders verlaufen? Hätten auch mehr Menschen ihren Job behalten, meinetwegen. Hätten auch viel mehr Kneipen, Bars, Restaurants wieder öffnen können. Vor allem auch die Schulen viel früher wieder öffnen können, wenn wir nicht diese gefälschten Zahlen gehabt hätten. Wem fällt das jetzt auf die Füße? Jetzt müssen noch Konsequenzen folgen. Wie lange ist das, Philipp, auch schon dem Gesundheitsminister bekannt? Und warum wurde da nicht gehandelt früher? Also Bild hat bereits Anfang Dezember darüber berichtet, dass es Anreize gibt für Krankenhäuser, sich gesund zu stoßen. Das Bundesgesundheitsministerium wusste offenbar, das geht jetzt aus diesem Bericht hervor, schon seit Anfang Januar bekannt. Auch das RKI, das Robert-Koch-Institut, die wussten auch seit Anfang Januar Bescheid. Und offenbar wurde nicht gehandelt und auch die Öffentlichkeit wurde nicht informiert. Dabei, ehrlich gesagt, lag das auf der Hand. Denn woher kamen denn diese Zahlen? Woher hat Deutschland sich informiert, wenn es um Intensivbetten ging? Das war der Intensivmedizinerverband DIVI. Aber eben, das ist ein Verband, das ist ein Interessenverband. Und wie man jetzt sieht, hat er auch die finanziellen Interessen der Intensivmediziner und der Krankenhäuser vertreten. Also wir haben für alles mögliche Behörden, aber hier haben wir uns auf einen Interessenverband verlassen. Und diese Kritik richtet sich überhaupt nicht an die Intensivmediziner, die wirklich im Winter Unglaubliches geleistet haben. Aber der Interessenverband hat das getan, was Verbände nun einmal tun. Und leider hat Deutschland sich davon abhängig gemacht. Man muss ja ganz klar sagen, ein halbes Jahr lang haben wir uns auf Zahlen verlassen, die es so eigentlich nicht gibt. Und daraus wurden Corona-Maßnahmen abgeleitet, die, man muss es ganz klar hinterfragen, vielleicht in dieser Form nicht hätten sein müssen. Mich macht das fassungslos und ich frage mich, welche Konsequenzen hat das jetzt? Es kommt heute dieser Bericht heraus. Er liegt uns hier vor. Da steht ja auch noch einiges mehr drin. Es geht ja auch um Masken. Jedes Thema wird einmal angerissen.
Wie geht es jetzt weiter? Welche konkrete Forderung, Jan, leitest du daraus ab? Also erst einmal muss der Bundesgesundheitsminister jetzt ganz, ganz viele Fragen beantworten in dem Gutachten des Rechnungshofes, der ja quasi die Stimme der Steuerzahler ist, wird ja auch nochmal deutlich, dass das RKI schon im Januar gewarnt hat. Das heißt, es gab im Bundesgesundheitsministerium bei Jens Spahn schon entsprechende Warnungen. Diese Fragen sind jetzt zu beantworten, ganz klar. Christian Lindner hat ja auch gesagt, es wird gerade nach der Bundestagswahl sehr, sehr viel aufzuarbeiten geben. Genau das wird jetzt noch, dieser Posten wird jetzt noch dazukommen. Und natürlich bleibt die Frage, wer wusste möglicherweise von diesen Manipulationen schon im Vorfeld, hat nichts gesagt, hat nichts getan. Und am Ende bleibt die große Frage, gibt es vielleicht auch Schadensersatzansprüche, die man jetzt stellen kann, weil die Bundesregierung auf falschen Grundlagen einen Lockdown verhängt hat? Wie geht es dann mit den Krankenhäusern weiter? Die stehen offenbar unter einem gewissen finanziellen Druck. Philipp, du hast das angesprochen, besonders jetzt in dieser Krise. Viele Intensivstationen haben wirklich, das muss man klar sagen, Übermenschliches geleistet. Dennoch steht eben auch immer ein finanzieller Aspekt dahinter. Wie bewertest du das? Wir gehen ja alle davon aus, man geht ins Krankenhaus, dort wird einem geholfen, fast schon aus menschlicher Nächstenliebe. Dahinter steht aber ganz klar auch einfach eine Frage der Finanzierung. Ja, also die Krankenhäuser, ehrlich gesagt, die hatten schon immer finanzielle Probleme. Ich kenne auch kaum eine Branche, die keine finanziellen Probleme hat und die keine finanziellen Anreize hat. Aber der Punkt, also die Schuld liegt bei der Politik. Denn sie hat einem Interessenverband, dem Verband der Intensivmediziner, diese Aufgabe von nationaler Wichtigkeit übertragen. Also die Zahlen, die wir über Intensivstationen hatten, über freie Intensivbetten, die kamen ausschließlich vom DIVI. Und es gab zahlreiche Forderungen von kritischen Experten, wie beispielsweise Klaus Stöhr, auch in Bild. Wir brauchen eine unabhängige Kommission, einen unabhängigen Rat, der wirklich auswertet, was auf Intensivstationen passiert. Das ist nicht geschehen. Jetzt muss die Bundesregierung, wenn ihr mich fragt, handeln und sofort eine Ermittlungskommission einsetzen. Für einen Untersuchungsausschuss reicht vielleicht nicht mehr die Zeit in dieser Legislaturperiode, aber wir müssen das aufklären. Wenn klar wird, dass auf Basis falscher Zahlen Lockdowns verhängt wurden, wenn klar wird, dass die Bundesregierung sich auf diese Zahlen berufen hat, um beispielsweise wie die Kanzlerin für Lockdowns zu werben, dann ist das ein handfester Corona-Skandal. Und Philipp, du sagst ja, die Politik muss man da wirklich in die Mangel nehmen. Schauen wir zu Jens Spahn. Also das ist jetzt nochmal wirklich richtiger Zündstoff in seiner Karriere. Was wird da jetzt auf uns zukommen? Und das vor allem für ihn jetzt mitten im heißen Wahlkampf. Ja, ja. Also er hatte sich ja in den letzten Wochen ein bisschen wieder nach oben gearbeitet. Jens Spahn stand lange, lange Zeit unter Druck, gerade wegen des Impfdebakels, auch des Testchaos, was wir erlebt haben. Und man muss sagen, die letzten Wochen waren eigentlich ermutigend für ihn. Er kam ein bisschen in die Vorderhand, auch weil das Impfen jetzt ein bisschen Tempo aufgenommen hat. Aber so eine Nachricht wie heute, die haut natürlich nochmal völlig ins Kontor. Wie gesagt, Jens Spahn muss jetzt ganz, ganz viele Fragen beantworten. Vielleicht kommt es noch vor der Bundestagswahl zu einem Untersuchungsausschuss, vielleicht auch erst danach. Aber er wird nochmal die zentrale Figur sein. Und sein Name wird natürlich immer verbunden bleiben mit vielen Dingen, die in dieser Pandemie dramatisch falsch gelaufen sind. Der zweite Punkt wird sein, was wusste die Bundeskanzlerin? Was wusste sie nicht? Gab es Falschinformationen? Wurde sie nicht richtig mutwillig oder fälschlicherweise oder unbedarfterweise falsch informiert? Auch diese Fragen werden zu klären sein. Und die dritte Frage ist, was wussten denn möglicherweise auch Ministerpräsidenten von ihren eigenen Gesundheitsministern, was in den einzelnen Bundesländern, in Krankenhäusern vielleicht schief oder falsch gelaufen ist? Auch diese Frage wird möglichst rasch zu klären sein. Es gibt viele Fragen.